quält mich schon von unterwegs, weil ich es heute Morgen einfach nicht auf die Kette bekommen habe, ein Video zu filmen und ich dann keine Zeit mehr hatte, bevor wir losgegangen sind. Und ja, unser Morgen ist ganz typisch abgelaufen, wie immer ein paar Weile im Pool, der Rest hat Frühstück gemacht und ja, ihr habt das sicher jetzt schon die letzten Tage sehr oft gesehen, was wir für Frühstück hatten. Deshalb habe ich das jetzt mal nicht gefilmt. Und ja, wir waren jetzt gerade im Haus vom César Manrique. Und da habt ihr jetzt ein paar Schnipsel schon gesehen von ein paar Eindrücke, wie es hier so aussieht. Und ich fand es mega schön. Und ja, wir werden jetzt weitergehen und uns noch den Aussichtspunkt anschauen von ihm. Und auf jeden Fall noch in den Kaktusgarten gehen. Und ja, mal schauen, wo wir noch so ein bisschen hingehen werden. Und ich melde mich dann später nochmal. Jetzt kurz nach 10, ich liege schon im Bett und bin fast schlafbereit. Im Moment werde ich aber gerade wacher, deshalb werde ich wahrscheinlich noch ein paar Seiten lesen. Ja, genau, und unser Abend ist jetzt so abgelaufen, dass wir noch kurz im Pool waren, danach duschen und dann saßen wir noch mal gemeinsam draußen und haben noch mal ein bisschen gespielt. Und ja, war echt nett der Abend noch und ja, mal schauen, was der morgige Tag so bringt. Wir werden wahrscheinlich viel Zeit am Pool verbringen. Es ist nämlich der letzte volle Tag und vielleicht nochmal an den Strand fahren. Und ja, dann ist unsere Zeit auch schon fast vorbei. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und ich werde jetzt selber noch ein paar Seiten lesen und dann schlafen gehen. Gute Nacht!